Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum nächsten Video. Ich habe wieder einen Design-Team-Beitrag für euch für die Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene. Der Link dazu ist in der Infobox. Und heute machen wir gleich drei Projekte, denn ich möchte euch zeigen, was man aus einem 6x6 Papier machen kann. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Manchmal sieht man schönes Designpapier und die 12x12, die großen Papiere, sind dann nicht ganz so günstig. Und dann sieht man den passenden kleinen Block dazu und denkt sich aber, das sind dann so kleine Papiere, was kann ich da schon groß machen? Und heute möchte ich euch zumindest mal drei Projekte zeigen, was man aus einem 6x6 Papier machen kann. Einmal machen wir uns eine schöne Handtasche. Die wenigsten werden sich teure, edle Stücke gönnen, also machen wir die doch einfach mal selber. Man kann dann da Goodies reinpacken. Ich habe jetzt bei dem Prototyp, ich habe es zugeklebt, das lässt man natürlich dann offen, dass man es aufmachen kann. Dann machen wir uns diesen Briefumschlag, da können wir dann Tags reinstecken, eine kurze Nachricht jemanden schreiben oder auch eine Kleinigkeit natürlich auch reintun. Und zu guter Letzt machen wir ein Mini-Album. In dem Fall jetzt bei mir ist es ein Mini-Heftchen geworden, weil das Papier schon sehr dünn ist, aber geht genauso. Wie gesagt, dann ist es eben mehr ein Heft, wo wir uns hier machen. Es ist auch nur einseitig bedruckt, aber um jetzt was reinzuschreiben, ist es auch nicht schlecht, wenn es weiß ist. Also das ist ganz euch überlassen. Das geht auch super schnell. Und das machen wir heute. Jetzt tue ich die mal auf die Seite, denn ich zeige euch jetzt das Papier, mit dem wir arbeiten. Das Papier ist von 13 Arts, heißt Sunrise. Es ist, wie gesagt, 6x6. Jetzt machen wir uns das mal auf und schauen uns erstmal das Papier an. Ich habe es selber noch nicht angeschaut, also ich bin jetzt genauso überrascht wie ihr. Ich gehe das mal relativ schnell durch, damit es nicht so lang dauert. Und ja, wie zu erwarten, ist natürlich das Papier Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, wenn ihr zu den Leuten gehört, die auch ab und zu mal denken, was mache ich aus so einem kleinen Papersheet, schön hier zum Ausschneiden, dann zeige ich euch jetzt, wie gesagt, ein paar Beispiele. Ich glaube, jetzt wiederholt sich es ja. Und ich habe gerade gesehen, dass auch bei dem Papier nur eine Seite bedruckt ist. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Wie gesagt, dann wird euer Album ebenso wie mein Prototyp hier. Ihr habt dann eben weiße Seiten drin. Ich persönlich störe mich daran jetzt nicht. Wenn ihr das nicht möchtet, dann nehmt einfach doppelseitiges bedrucktes Designpapier. Ja, und dann tun wir unsere Prototypen hier weg und fangen mit unserem Täschchen an. So, meine Tasche wird dunkelblau und kriegt hellblaue Träger und einen hellblauen Verschluss. Maße sind folgendes. Folgende, ich schreibe es auch in die Infobox, natürlich das 6x6 Paper. Dann brauchen wir einmal 4,5 x 5,5 cm und die Träger sind 12,5 x 0,6. Und ich sehe gerade, dass ich den hier schief geschnitten habe. Da muss ich mir einen neuen Träger schneiden. So, ich habe mir den jetzt schnell zurechtgeschnitten. Gut. Jetzt müssen wir falzen. Holen wir mal unser Falzbrett her und nehmen unser Papier. So, wir falzen das jetzt bei 5,7. Die komischen Zentimeterangaben kommen natürlich dadurch zustande, dass ich das Tutorial von einer Amerikanerin habe und die natürlich alles in Inches machen. Aber ich kann die Zahlen oft gar nicht ausdrücken. Mit dem Quarter und Viertel und Dreiviertel, also nee, also das passt mir gar nicht in Inch. Also wir nehmen 5,7 Falzen
und dann bei 9,5. Und falzen. Dann drehen wir das Ganze und machen bei 4,4. Eine Falz und bei 10,8. Falzen. Und dann sind wir mit dem Falzen schon fertig. Jetzt brauchen wir eine Schere und wir schneiden jetzt. Ich glaube, hier sieht man es besser auf dem Weißen, oder seht ihr da die Linien besser? Ihr seht hier dieses schmale Viereck, die zwei großen. Genau. Und ich drehe mir jetzt das Papier jetzt einmal so her, weil ich hier schneide und hier schneide. Bis zur Falz und dann hier bis zur Falz und auf der gegenüberliegenden Seite auch hoch bis zur Falzlinie. Also bis zu dieser Linie hier. Ja? Jetzt brauchen wir unser Falzbein und jetzt falzen wir. Jetzt bringen wir diese länglichen, diese Außenlaschen, die bringen wir jetzt einfach so zusammen. Dass wir ein Viereck haben. Ja? Und dann kleben wir das auch fest. So, ich werde es ein bisschen festkleben. Geben wir ein bisschen Kleber drauf. Also zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen wir das Ganze jetzt hier, stellen es am Boden ab und dann geben wir dem Ganzen einen leichten Druck. Und dann seht ihr schon, dann kriegen wir die Form. Ihr könnt ein bisschen nach oben dann leicht drücken, aber erstmal nur durch das Drücken von unten. Tja, und dann haben wir unseren Schopper. Wir können jetzt hier noch ein bisschen nachdrücken. Das ist ein relativ stabiles Papier. Wie viel Grammatur hat denn das? Steht das da drauf? Schauen wir mal. Oh nee, steht nicht drauf. Aber es ist relativ fest. Nein, steht leider nicht drauf. Ja, also unten nehmen und unten den Druck machen. Ja. Dann brauchen wir jetzt unsere Lasche.
Als erstes werde ich jetzt die Ecken an einer Seite abrunden, nur an einer Seite. Und dann werde ich mit einem Stift mir eine Naht aufzeichnen, ganz einfach. Dann nehmen wir uns unser Falzbein und ungefähr so Daumennagel groß halten wir das fest. Und dann gehen wir her wie beim Geschenkspapier und machen so eine Rundung, damit sich das ein bisschen biegt. Und dann können wir das hier schön aufbringen. Ich werde jetzt hier ausnahmsweise doppelseitiges Klebeband benutzen. Das schafft wahrscheinlich sogar ich mal gerade da zu kleben. Und dann können wir auch schneller weitermachen. Ja, kann man jetzt einen kleinen Magnet hinsetzen oder einen Klettverschluss. Ich glaube, ich probiere es mit einem Magnet. Ich habe da ja so kleine Mini-Magnete. Und lass mich mal überlegen. Ich habe jetzt den kleinen mal, ich habe die mal zugemacht, beide. Jetzt machen wir noch hier einen Kleber. Und schließen das Ganze. So. Dieses kleine Magnet hat mich ein bisschen Nerven jetzt gekostet, weil ich echt nicht wusste, wie ich es festkleben soll. Jetzt habe ich mir einen Tag gewartet. Naja, also es hält zumindest der Verschluss. Jetzt haben wir noch unsere Träger, die wir anbringen müssen. Da machen wir jetzt das Gleiche. Wir nehmen uns einfach unser Falzbein. Sieht das so schleicht gar? So leg. Schaut schon echt aus wie so ein Shopper. Und machen da auch noch mal kurz so ein, dass es sich so biegt. Dann nehmt die mal ein bisschen so, dass es hier so wie so eine, wie so ein Kragen wird, damit man sie so ein bisschen zurechtbiegt, weil sie kommen so, also nicht, nee, wir kleben sie schon so an. Also auf der Seite und auf der Seite. Ich nehme jetzt da doppelseitiges Klebeband, weil sonst dauert es immer so lange und dann verrutscht mir das wieder. Nehmen wir da jetzt einfach ein Stück und klebe es hier hin. Thank you.
und fertig ist unser Täschchen. Wir können uns da jetzt noch, ihr könnt da was draufkleben oder ich mal mir da jetzt so diese Knöpfe drauf. Hier können wir auch was draufkleben. Vielleicht finde ich dann noch irgendwie so ein Strasssteinchen. Nee, blau passt nicht. Nehmen wir. Nehmen wir Silber. So. Und unsere Tasche ist fertig. Aus einem 6x6 Papier haben wir uns eine schöne Shoppertasche gemacht. Und da könnt ihr dann irgendwas Kleines drinnen verstecken. Nicht verstecken. Als kleines Präsent dann vielleicht mitbringen. Genau. Ja, das war Nummer 1. So, und jetzt machen wir unser zweites Projekt. Jetzt machen wir diesen Umschlag. Da suchen wir uns jetzt auch ein schönes Papier raus. Ich glaube, ich nehme das da. Wenn ihr jetzt Papier habt, das doppelseitig ist, dann wäre das super, weil dann ist auch die Innenseite gleich schön mit Dekor. Ich habe jetzt hier, schauen wir rum, das ist so rum, hinten den Hintergrund weiß und deswegen werde ich jetzt hier erstmal mir ein Muster mit einer Schablone aufbringen. Ich habe diese Schablone hier und da werde ich mir jetzt einfach ein bisschen eine Textur hier hinten aufbringen, damit es nicht mehr ganz weiß ist. So, und dann werde ich noch ein bisschen stempeln. Da haben wir auch noch Schmetterlinge. Dann nehmen wir mal den kleinen oder ich nehme noch den ganz kleinen. Und dann, was haben wir hier? So Pastell. Ja.
Gut. Dann haben wir ein bisschen innen dekoriert bzw. eine Textur aufgebracht. Und jetzt können wir ans Falten gehen. Und mal schauen, so rum ist die Schrift. Als erstes falten wir uns jetzt Ecke auf Ecke. Dann nehmen wir die Ecke und falzen nach unten. Machen wir wieder auf, dann haben wir uns eine Linie hier gefalzt. Dann nehmen wir die erste Seite und legen diese Kante an die Falzkante an. Und mit dem Falzbein. Und dann nehmen wir uns die andere Ecke und legen uns die Linie hier wieder oben an die Falzkante an. So. Und dann gehen wir mit dieser Lasche hier nach unten und haben schon unsere Tasche, unser Kuvert. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt hier ankleben. Hinten. Und da können wir jetzt anfangen und uns alles dekorieren. Man kann da einen Teebeutel jetzt zum Beispiel reintun. Man kann einen Tag reinstecken. Man kann es ein bisschen füllen mit irgendwas. Und noch ein bisschen dekorieren. Das machen wir jetzt auch noch. Ich werde mir jetzt ein paar Deko-Elemente suchen und dann dekorieren wir das Ganze. So, ich habe mir ein bisschen was zusammengesucht. Ein Chipboard, ein Holzelement, ein dickeres und diese Blüten und gestempelte Blätter. Und das hier finde ich ganz schön, wenn man das so rausschauen lässt, dass die Kamera... Schauen wir mal. Das klebe ich jetzt mal.
So, dann brauchen wir wieder unseren Block und diesmal brauchen wir 6 Papiere. So, jetzt falzen wir. Ihr legt euch das Papier mit der Oberseite nach oben hier ein. Und jetzt falten wir bei 4,5 Inch oder 11,4 cm und bei 4,3 Inch oder bei 12,1 cm. Dann brauchen wir wieder unser Falzbein und jetzt ziehen wir einfach unsere Falzlinien hier nach. Ich mache jetzt mal die ersten 2, weil die brauchen wir auch gleich. Dann haben wir hier unseren Albumrücken. Ja, wenn ihr natürlich jetzt mehr Blätter nehmt, dann müsst ihr, würde ich den ein bisschen größer machen. Aber für 6 ist das jetzt erst okay. Jetzt suche ich mir mal 2 Papiere aus. Ich nehme mal jetzt die 2 und ziehe bei denen jetzt meine Falzlinie schön nach. Und auch hier habe ich dann meinen Rücken. So, jetzt eins ist jetzt mein Deckblatt und eins ist meine erste Seite. Ich muss jetzt überlegen, was nehme ich als Deckblatt? Ich glaube, das da. So, was wir jetzt machen ist, wir haben die ja so gefaltet. Jetzt nehmen wir uns unser Deckblatt, was wir als Deckblatt nehmen möchten. Und ich überlege gerade. Ja, ich mache es jetzt so. Ich nehme jetzt das als Deckblatt. Denn ihr schiebt dieses Deckblatt hier so in das andere Blatt hinein. Und so wird es dann auch festgeklebt. Deswegen überlegt euch ein bisschen Motiv, wie ihr die zusammenstellen wollt. Und vor allem müsst ihr dann, wenn ihr Papiere habt, wie jetzt ich mit der Schrift, deswegen musste ich das jetzt auch hinten, weil ich habe nicht aufgepasst, wenn ich das jetzt vorne als Deckblatt benutze, dann ist die Schrift verkehrt rum. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Ist aber jetzt nicht so schlimm, dann nehme ich einfach das hier als mein Deckblatt. Ich kann mich auch noch umentscheiden und dann eins von den anderen nehmen. Auf jeden Fall das Prinzip ist, ihr habt dieses Blatt mit hier dieser kleinen Lasche und dann nehmt ihr euer zweites Blatt mit der kleinen Lasche nach hinten und schiebt es einfach zusammen. Und festgeklebt wird es dann hier und natürlich am Rücken. Jetzt ist natürlich die Überlegung mal wieder, nehmen wir doppelseitiges Klebeband oder Flüssigkleber. Ich bin jetzt mal mutig und mache es mit doppelseitigem Klebeband. Ihr wisst ja, das ist einfach das Problem, wenn das klebt und es ist schief, dann klebt es eben. Und Flüssigkleber ist halt, verzeiht euch ein bisschen. Und das doppelseitige Klebeband ist, verzeiht euch kein Millimeter. Wenn es klebt, dann klebt es. Und ich bin normalerweise da ja nicht so fit. Aber ich probiere es jetzt einfach. Wie gesagt, ich bin jetzt mal mutig. Und hier geben wir auch ein bisschen, dass die Lasche natürlich schön klebt.
So soll es ausschauen. Und jetzt machen wir die anderen auch erstmal mit dem Prinzip uns fertig. Wir ziehen erstmal unsere Falz schön nach. Was nehmen wir hier? Ja, machen wir so. Und dann stecken wir wieder eins ins andere ein. So passt es wieder. Schrift passt und hier passt es auch. Also wie gesagt, ihr müsst da, wenn ihr Schrift habt, ich habe jetzt nicht aufgepasst, deswegen kann ich jetzt das nicht andersrum machen, weil wenn ich es jetzt andersrum mache, dann habe ich die Schrift hier verkehrt und hier verkehrt. Ja, deswegen, wenn ihr da einen besonderen Wunsch habt, wie die Papiere sein müssen, dann müsst ihr auch aufpassen, auf welcher Seite ihr die Falzlinien vom Papier macht. Okay, ich mache es jetzt wieder so, mache es jetzt nochmal mit doppelseitigem Klebeband. Ich fordere mein Glück heraus. Und haben unser zweites. Ja, hier habe ich ein bisschen schief. Gut, und jetzt machen wir noch die anderen und dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir drei Seiten hier, also insgesamt sechs, und jetzt kleben wir die einfach ineinander. Ihr könnt jetzt entweder per Klebeband oder doppelseitigen Klebeband hier wieder einen Streifen hinmachen und die Seiten dann so aneinander kleben, beim nächsten dann auch. Oder ihr könnt auch, wenn ihr wollt, Löcher mit der Ahle machen und dann mit einer Schnur hinten diese Bindung machen. Ich werde es jetzt kleben. Obwohl ich ja mit der Schnur das auch immer sehr gerne mag. Das schneiden wir dann am Ende mit dem Hebelschneider uns noch gerade. Und ja, ich klebe die jetzt mal ein.
Und jetzt schneiden wir uns mit dem Hebeschneider, mache ich das jetzt hier das ein bisschen ab, was hier raussteht. Und auch da unten. Und jetzt habt ihr hier euer Heft. Übrigens, ihr könntet diese Laschen, wenn ihr das klebt, ihr habt ja gesehen, ich habe da überall Klebeband hingemacht. Dann könnt ihr nur an der Seite Klebeband hinmachen, dann habt ihr hier eine Tasche. Und genauso ist es mit diesen überstehenden hier. Ihr könntet es jetzt auf der Seite ankleben und eine Lasche machen. Mache ich jetzt nicht, weil das weil ich habe ja weiß auf der Rückseite. Wenn ihr aber Farbe hättet oder ein Design eben, dann könntet ihr hier schön eine Lasche machen. Oder ihr könnt auch, und das mache ich mit euch gleich, hier noch eine Seite einkleben. Dann hier genauso und hier genauso. Aber ich werde mir jetzt erstmal mit dem Hebeschneider diese Kanten ein bisschen gerader schneiden. Bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich mir das zurechtgeschnitten. Jetzt stehen da keine Kanten mehr raus. Ist ein bisschen schief ist es geworden, aber ich werde auch unten das jetzt nicht wegschneiden, weil der Hebelschneider, der schneidet nicht so sauber. Und im Endeffekt mache ich da mehr schief. Aber so ein bisschen kann man die Kanten da schon wegschneiden. Ja, jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte mir noch eine Seite einfügen. Und zwar hier, wo diese Laschen sind. Und da werde ich mir jetzt dieses schwarze Papier nehmen. Und das muss ich mir zurechtschneiden. Wie sieht es mal ungefähr aus? Klebst da auf. Bis zum Rand haben wir. Schauen wir mal, was zu ist. Ja, 10,8 machen wir es. Passt. Schön. Dann haben wir hier eine Seite und dann können wir uns hier auch noch eine Seite machen. Vielleicht mit den Federn. Ihr könnt natürlich auch einfarbigen Cardstock machen, wenn ihr eh schon doppelseitiges Designpapier habt, könnt ihr natürlich jetzt hier innen dann für die zusätzlichen Seiten einfarbigen Cardstock nehmen. Ich nehme jetzt das, mache das nochmal. Thank you.
Okay, und dann haben wir schon mal unsere Seiten jetzt fertig. Wir können jetzt aus den Resten auch natürlich eine Tasche machen. Zum Beispiel könnten wir hier eine Tasche machen. Innen oder außen, ich weiß nicht. Und mit der Feder machen wir uns auch eine Tasche. Die klebe ich jetzt noch ein und dann bin ich wieder zurück. So, ich habe mein Album jetzt fertig gemacht. Ich habe aus diesem Papier, das ja auch in dem Blog mit dabei war, mir ein paar solche Sachen, Elemente hier ausgeschnitten. Die brauche ich jetzt nicht, werde ich nicht benutzen. Und vorne als mein Cover gemacht. Ich habe es mit 3D-Pads aufgeklebt. Hier habe ich mir dann noch mit einer Stanze aus so einem Papierrest diese Blätter ausgeschnitten und Spruch habe ich mir gestempelt. Ja, und mehr, ja, und dieses Band habe ich noch hingeklebt. Hinten habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Ich habe mir die Kanten alle ein bisschen zurechtgeschnitten, dass sie nicht überstehen. Ja, leider ist mein Hebelschneider nicht so scharf. Jetzt hat er unten, es ist zwar jetzt alles gerade, aber es ist nicht ganz sauber. Aber damit kann ich jetzt persönlich leben. Also müsst ihr entscheiden, ob ihr danach noch einen sauberen Cut macht oder ob ihr mit Seiten, die dann eben ein bisschen rausstehen, leben wollt. Ich finde es jetzt so ganz gut. Ja, und jetzt schaut es innen so aus. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, ihr hättet diese Lasche auch so kleben können, dass eine Tasche entsteht. Dann klebt ihr eben oben nichts hin, sondern nur Seite, unten und hier. Wenn ihr die Seiten zusammenfügt, und dann hättet ihr auch hier eine Lasche. Wenn ihr doppelseitiges Designpapier habt, dann habt ihr eben an den weißen Seiten überall auch ein Design. Ich finde das aber jetzt mit dem Weiß gar nicht so schlecht. Dann kann man da was schreiben. Des Weiteren passt auf, wenn ihr Schriften habt, wo ihr die Falz setzt. Ich habe nicht aufgepasst, es hat bei allen gepasst, außer bei dem. Da, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist die Schrift jetzt verkehrt rum. Da müsst ihr aufpassen. Ja, und in die Taschen ist euch überlassen, was ihr reinsteckt. Ich habe mir ein paar Tags ausgestanzt. Dann könnt ihr auf diese losen Laschen, die entstehen, könnt ihr Papier kleben, habe ich jetzt hier einmal gemacht. Ich habe die Reste von diesen Einzelseiten, die man sich zuschneiden muss, als Tasche genommen und habe mir dann eben für so Tags hier so eine Einstecktasche gemacht. Hier ist nochmal so eine Seite, die ich an die Lasche geklebt habe. Hier nochmal ein Tag. Ja, und das war's. Und so habt ihr ein kleines süßes Album oder Heftchen, Notizheftchen, was immer ihr da reinschreiben wollt. Und jetzt bin ich schon am Ende. Jetzt zeige ich euch nochmal die 3 Produkte, die wir aus einem 6x6 Paperblock gemacht haben. Also zukünftig, wenn euch vielleicht die 12x12 zu teuer sind im ersten Moment, dann geht ruhig auf den kleinen mal. Man kann da auch echt tolle Sachen machen, wie ich euch gezeigt habe. Da gibt es noch mehr. Das sind jetzt nur mal 3 Beispiele. Unsere schöne Tasche, die man dann aufmachen kann. Und dann kann man ein kleines Goodie reinstecken und als kleines Mitbringsel oder an ein Geschenk vielleicht hinhängen. Und dann hat man so eine schöne Shoppertasche. Ich finde die ja extrem niedlich. Dann haben wir uns diesen Briefumschlag hier gemacht, der ja super einfach zum Falten ist. Und auch hier, wenn ihr da doppelseitiges Designpapier habt, habt ihr innen auch noch ein schönes Design. Den könnt ihr dann verzieren, wie ihr wollt. Könnt ihr einen Teebeutel reinstecken, so ein Cappuccino-Ding. Oder ein Tag oder eine nette Botschaft, Nachricht für jemanden, was auch immer. Das ist auch aus einem
Papier, 6x6, das ist übrigens ja auch, habt ihr ja gesehen, aus 6x6. Finde ich immer ganz cool, weil dann keine Reste bleiben. Und zu guter Letzt haben wir ein süßes kleines Album uns gemacht oder Heftchen, wie immer ihr das nennen wollt. Und ja, 6 Seiten bzw. 6 Papiere haben wir genommen. Dann haben wir noch 1, 2, glaube ich, haben wir dazugefügt oder 3. Eins, das schwarze, das mit den Federn. Ja, 3 Papiere haben wir dann noch dazugefügt und dann dekoriert man sich das schön und hat ein süßes kleines Album. Das sind die Produkte, also Projekte so rum. Das war der Blog, den ich benutzt habe. Und ihr seht, hier sind ja diese, ist dieses Papier dabei, wo man sich diese Elemente schön ausschneiden kann. Finde ich immer super, wenn es dabei ist. Dann hat man gleich ein paar Elemente. Und ja, als Verschluss habe ich da diesen kleinen Magnet genommen. Das waren die hier. Allerdings bin ich da nach wie vor nicht ganz so zufrieden, wie ich es befestigt habe, die Magnete. Ich habe leider meinen Tacky-Glue-Kleber nicht, der klebt eigentlich alles. Aber es hält zumindest und man macht es ja nicht ständig auf und ihr habt da bestimmt bessere Ideen. Und ja, und weil ich ja kein doppelseitiges Designpapier hatte, habe ich mir doch bei dem Umschlag hier mit dieser Schablone noch ein bisschen mehr Struktur, Textur aufgebracht. Und ja, das war's dann. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben und ihr probiert vielleicht das ein oder andere mal aus. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!